Willkommen zurück. Wir sind im Fach Allgemeine Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Wir sind im Unterpunkt Wirtschaftskreislauf und Bruttonationaleinkommen. Und ich hatte es schon angekündigt, wir müssen dieses Bruttonationaleinkommen noch genauer ins Visier nehmen. Hier ist der Zusammenhang mit dem Bruttoinlandsprodukt. Und nun kommt die Berechnung des Bruttonationaleinkommens. Es gibt drei Wege der Berechnung. Das eine ist, und davor steht immer bei dem Wort Einkommens. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann gibt es die Einkommensentstehung, die Einkommensverwendung und die Einkommensverteilung. Das sind die drei Berechnungswege. Immer Einkommen davor. Die Veränderung des Wortes findet also im zweiten Teil des Wortes statt. Das sind die drei Berechnungswege. Und für die mündliche Prüfung empfehle ich, sich einen dieser Wege hier einzuprägen, denn es ist unwahrscheinlich, dass erwartet wird, dass man alle drei Wege kennt. Schauen wir uns also den ersten Weg an. Schauen wir uns an die Einkommensentstehung. Genau genommen muss man sagen, die Berechnung des Bruttonationaleinkommens über die Einkommensentstehung. Und dann nehmen wir die Bruttowertschöpfung. Den Begriff hatten wir schon, ne? Das ist das, was geleistet wird nach Abzug der Vorleistungen. Und zwar von den drei großen Wirtschaftssubjekten bzw. Gruppen von Wirtschaftssubjekten. Da sind einmal die privaten Haushalte. Da sind zum zweiten die Unternehmen. Und da ist drittens der Staat. So, das nehmen wir als erstes. Wir addieren diese drei Bruttowertschöpfungen und erhalten Ergebnis, wenn wir hier immer plus, plus, plus rechnen, erhalten wir das Bruttoinlandsprodukt. Bruttowertschöpfung der privaten Haushalte plus Bruttowertschöpfung der Unternehmen, machen wir noch ein Plus davor, damit das völlig klar ist, plus Bruttowertschöpfung des Staates ergibt das Bruttoinlandsprodukt. So, und jetzt müssen wir nur noch vom Bruttoinlandsprodukt zum Bruttonationaleinkommen. Und den Weg kennen wir schon. Ja, das bedeutet, wir müssen etwas hinzuaddieren, plus, und wir müssen etwas abziehen, minus. Und was wir hinzuaddieren müssen, die Produktion der Deutschen im Ausland. Denn das Bruttonationaleinkommen ist ja für Deutschland die Leistung aller Deutschen, egal wo. Also, wir müssen hinzuaddieren, Produktion der Deutschen im Ausland. Und wir müssen abziehen, weil das Bruttoinlandsprodukt ja die Leistung in Deutschland ist, egal von wem. Wir müssen abziehen, minus Produktion der Ausländer in Deutschland. Ergebnis: Bruttonationaleinkommen BNE. BNE, Bruttonationaleinkommen. Das ist der Weg, der am leichtesten zu merken ist, und den haben wir auch schon vorbereitet in der vorherigen Mindmap, als wir über den Zusammenhang sprachen zwischen BNE und BIP, Bruttoinlandsprodukt abgekürzt BIP, schreiben wir es noch dazu. Der zweite Berechnungsweg ist über die Einkommensverwendung. Einkommensverwendung fängt an mit dem Verbrauch
dieser drei Wirtschaftsobjekte. Das ist der erste Schritt. Ja, also man kann den Gedanken übertragen, nur dass man jetzt nicht auf Einkommensentstehung geht, Bruttowertschöpfung, sondern auf Verbrauch. Also es fängt an mit privater Verbrauch plus nächstes Wirtschaftssubjekt. Ich springe mal hier runter vom privaten Haushalten zum Staat plus Staatsverbrauch. Plus, und jetzt unterscheidet man. Beim Verbrauch der Unternehmen macht man auch eine Unterscheidung, damit man etwas besser sehen kann. Also im Grunde müssen wir jetzt sagen, plus Unternehmensverbrauch. Ne? Und da haben wir auch hier wieder die drei großen Wirtschaftssubjekte, nur eben mit dem Verbrauchsaspekt, nicht mit dem Wertschöpfungsaspekt. Aber hier unterscheidet man plus Bruttoanlageninvestitionen. Plus Vorratsinvestitionen. Na, das sind Begriffe, die haben wir schon geklärt. Es ist halt interessant zu sehen, wie weit wird in Anlagen investiert und wie weit wird nur in Vorräte investiert. Weiter geht's. Noch etwas kommt hinzu und noch etwas müssen wir abziehen. Und dann haben wir das Bruttonationaleinkommen nach der Berechnung über die Einkommensverwendung, nämlich plus Ausfuhr, minus Einfuhr. Ja. Ausfuhr bedeutet, es wurde hier produziert, aber wird im Ausland verbraucht. Ist aber unser Bruttonationaleinkommen. Und Einfuhr bedeutet, es wurde im Ausland produziert und wird hier verbraucht, dann müssen wir das abziehen. Das Ergebnis ist das BNE, das Bruttonationaleinkommen, und zwar zu Marktpreisen, so nennt man das dann. Ja, zu Marktpreisen, ja, zu dem, was wirklich am Markt gezahlt wurde. Das ist der zweite Weg. Ja, ist schon etwas schwieriger zu merken. Hier muss man sich merken, Verbrauch der Unternehmen nennt man nicht Verbrauch der Unternehmen, sondern Bruttoanlageninvestitionen und Vorratsinvestitionen. Und da muss man sich noch klar machen, hier Ausfuhr wird zwar hier produziert, im Ausland verbraucht, ist aber unser Bruttonationaleinkommen. Ja, die Leistung in Deutschland, egal von wem und egal wohin sie geht. Na, egal von wem sie verbraucht wird, sie wurde hier produziert und Einfuhr wurde eben nicht hier produziert, wird zwar hier verbraucht, aber wurde im Ausland produziert, deswegen müssen wir das abziehen. Bruttonationaleinkommen zu Marktpreisen. Und dann haben wir noch die Einkommensverteilung. Da schauen wir uns an, das Brutto Einkommen aus unselbstständiger Arbeit plus Bruttoeinkommen aus Unternehmer, ich kürze ab, Tätigkeit. Ja, auch hier haben wir wieder den Gedanken der Wirtschaftsobjekte. Na, das sind hier die privaten Haushalte, das sind hier die Unternehmer. Aber es kommt noch eine weitere Einkommensart hinzu, nämlich plus Bruttoeinkommen aus Vermögen. Und das alles zusammen bildet im Ergebnis auch eine sehr wichtige Größe, nämlich das nennt man das Volkseinkommen. Das nennt man das Volkseinkommen. Und wenn man jetzt zum Bruttonationaleinkommen kommen will, dann muss man hier zu diesem Ergebnis hinzuaddieren plus indirekte Steuern. Ja, Mehrwertsteuer minus Subventionen
Und dann haben wir ein neues Ergebnis, nämlich das Netto-Nationaleinkommen zu Marktpreisen. Das ist das neue Ergebnis hier. Und wenn wir dazu jetzt noch plus Abschreibungen rechnen, dann kommen wir im Ergebnis zum BNE zu Marktpreisen. Ja, dieses Schema der Einkommensverteilung ist mit Sicherheit das, das am schwierigsten ist. Ja, und deswegen würde ich es nicht empfehlen. Wir schauen uns das auch noch etwas genauer an, denn wir werden nochmal umgekehrt an die Sache rangehen und von hier aus, also vom Bruttonationaleinkommen zu Marktpreisen, nochmal den Weg umgekehrt gehen zum Volkseinkommen. Ja, dann wird es hoffentlich etwas klarer. Ja, aber ich würde mich da in der mündlichen Prüfung nicht drauf einlassen, es sei denn, ich werde gezwungen natürlich, sondern ich würde die Berechnung würde ich auf diesem Schema hier aufbauen. Und dann kann man wunderbar auch den Zusammenhang zum Bruttoinlandsprodukt erklären. Alles Gute, Marius Ebert.